is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wo man den Glauben zuerst bezeugen soll. Unsere Söhne seien wie Pflanzen, die aufschießen in ihrer Jugendkraft. Unsere Töchter wie Säulen, geschnitzt für Paläste. Unser Wirken für Christus soll im Familienkreis beginnen. Es gibt kein wichtigeres Missionsfeld. Glücklich sind die Eltern, deren Leben ein echter Widerschein des Göttlichen ist, so dass die Verheißungen und Befehle Gottes im Kind Dankbarkeit und Ehrfurcht wecken. Glücklich die Eltern, deren Freundlichkeit und Gerechtigkeit und Geduld dem Kind die Liebe, Gerechtigkeit und Geduld Gottes verdeutlichen. Glücklich die Eltern, die das Kind lehren, den himmlischen Vater zu lieben, ihm zu vertrauen und zu gehorchen, indem sie ihm beibringen, sie zu lieben, ihnen zu vertrauen und zu gehorchen. Eltern, die einem Kind solch ein Geschenk mitgeben, haben ihm einen viel kostbareren Schatz vererbt als aller Reichtum der Zeitalter, einen Schatz, der ebenso beständig ist wie die Ewigkeit. Gott möchte, dass jedes kleine Kind als ein Gotteskind in seine Familie aufgenommen wird. Sie mögen noch jung sein, dennoch können junge Menschen bereits Mitglieder der Glaubensfamilie sein und wertvolle Erfahrungen machen. Sie können sehr weiche Herzen haben und bereit sein, bleibende Eindrücke zu empfangen. Sie können ihre Herzen im Vertrauen und in ihrer Liebe zu Jesus weit machen und für den Heiland leben. Christus will sie zu kleinen Missionaren machen. Der ganze Lauf ihrer Gedanken kann verändert werden, sodass ihnen die Sünde nicht mehr als etwas Erfreuliches erscheint, sondern als etwas, was gemieden und gehasst werden soll. Durch Belehrung und Beispiel sollen Eltern ihre Kinder unterweisen, wie man sich für Unbekehrte einsetzt. Die Kinder sollten so erzogen werden, dass sie Mitgefühl mit Alten und Betrübten haben und danach trachten, die Leiden der Armen und Elenden zu lindern. Man sollte sie lehren, fleißig Missionsarbeit zu verrichten. Von frühester Kindheit an kann man ihnen Selbstverleugnung, Opferbereitschaft zum Wohle anderer und zum Fortschritt der Sache Christi einschärfen, auf dass sie Mitarbeiter Gottes seien. Gott wünscht, dass die Familien auf Erden ein Abbild der himmlischen Familie sind. Christliche Heime, die in Übereinstimmung mit Gottes Plan gegründet und geleitet werden, dienen am wirkungsvollsten der Bildung eines christlichen Charakters und dem Fortschritt seines Werkes. The Lord is coming. Are you